Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wie ihr im Titel schon gesehen habt, geht es heute um das dritte Sub-2021 Video im Bereich Fantasy und Fiction Taschenbücher. Ja, ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld dafür, dass ich so unfit aussehe und dass mein Auge immer noch so aussieht, wie es aussieht. Aber mein Gerstenkorn und ich, wir sind mittlerweile so. Wir sind eine Symbiose eingegangen. Es möchte mich nicht mehr verlassen. Ich habe extra im letzten Video schon nur ein Video von meinen Händen gemacht und dachte dann so, ja, bis das nächste Video ansteht, da ist der Kollege weg. Spoiler-Alarm. Nein, ist er nicht. Er möchte anscheinend Weihnachten mit mir verbringen. Ich habe keine Ahnung. Er will nicht weg. Da müssen wir jetzt beide durch. Ihr und ich. Und ja, ihr müsst mich jetzt einfach so ertragen. Ist halt jetzt so. That's life. Ja, ich würde sagen, ich babbel gar nicht so lang, damit das Video nicht so lang wird und ihr euch das nicht so lang angucken müsst. Und dann legen wir direkt los mit dem ersten Buch. Starten wir mit Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Das möchten die liebe Ninja und die liebe Tatjana und ich zusammen lesen. Das haben wir nämlich auch zusammen in ihrer Mittagspause mal gekauft. Wir haben beschlossen, da machen wir ein Buddy Read draus. Wollten wir eigentlich dieses Jahr schon machen, aber durch dieses ganze Chest of Phantoms Drama mit Reich der Sieben Höfe 5 hat sich das alles sehr verschleppt und jetzt hängen wir halt aktuell noch im zweiten Band der Atlantis Chroniken und das zieht sich auch noch den halben Dezember. Von daher wird Mr. Parnassus bis in den Januar warten müssen. Aber die liebe Evie von Bookylicious 69, ich habe es mir endlich gemerkt, die Zahl dahinter, hat uns für dieses Buch gebookfluenced und war total begeistert davon. Und ja, dementsprechend haben wir es uns eben alle gekauft und wollen das dann zusammen lesen. Jetzt verrate ich euch aber, um was es geht, auch wenn der Titel wahrscheinlich schon das meiste verrät. Linus Baker ist 40, alleinstehend und arbeitet in der Sonderabteilung des Jugendamts, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Eines Tages soll er im Auftrag der Behörde das Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnassus inspizieren, das auf einer geheimnisvollen Insel mitten im knallblauen Ozean liegt. Für Linus ist es der Beginn eines magischen Abenteuers, das sein Leben für immer verändern wird. Es klingt einfach so, 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 so schön. Und guckt euch mal dieses Cover an. Also ich persönlich hätte ja auf so einem Klippenschloss oder Klippenwohnung maximal Angst, das Haus zu verlassen. Aber ja, es ist ja nicht jeder so Schisser wie ich, was die Höhe angeht. Dann kommen wir zu einem Buch, das schon ewig auf meinem Sub liegt. Ich muss mal gucken, wann das erschienen ist. Und ich habe es damals echt relativ zeitnah gekauft. 2009. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich habe es so 2010 gekauft und seitdem liegt es hier rum. Wie ihr sehen könnt, ist hier so ein 3D-Ausschnitt, so ausgestanzt. Ja, ist ein Loch. Eventuell war das auch der ausschlaggebende Grund, warum ich das Buch gekauft habe. Eventuell. Hashtag Coveropfer. Ich weiß auch gar nicht, oh, da liegt noch was drin. Das ist aber nicht von mir. Guck mal, Chroniken der Unterwelt Werbung. Auch wenn ich den Schuber extrem hässlich fand. Ich bin ja sehr glücklich mit meinen Hardcovern in bunt. Ich wäre auch froh gewesen, sie würden die Neuauflage nochmal genauso machen, aber wer bin ich schon, um das zu entscheiden. Kommen wir aber zurück zu Lucien, also ich denke mal, dass es Lucien heißt. Ich lese euch einfach den Klappentext vor, weil ich keine Ahnung mehr habe, um was es in dem Buch geht. Aber wenn das schon so lang hier liegt, könnte ich tatsächlich mal überlegen, es auf meine 12 für 22 Liste zu setzen, damit es einfach mal von meinem Sub verschwindet. Jetzt passen wir auf. Immer wieder taucht er in Rebeccas Umgebung auf, der geheimnisvolle junge Lucien, der keine Vergangenheit hat und keine Erinnerung. Sein einziger Halt ist Rebecca, von der er jede Nacht träumt. Und auch Rebecca spürt vom ersten Moment an eine Anziehung, die sie sich nicht erklären kann. So verzweifelt die beiden es auch versuchen, sie kommen nicht voneinander los. Aber bevor sie noch erfahren können, was ihr gemeinsames Geheimnis ist, werden sie getrennt. Mit Folgen, die für beide grausam sind. Denn das, was sie verbindet, ist weit mehr als Liebe.
Das könnte jetzt irgendwie alles sein und auch nichts. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt ein Fantasy-Buch ist oder nicht, aber ich glaube einfach mal schon. Deshalb habe ich es auf den Stapel hier gelegt und ja, bin mal gespannt. Ende des Monats werdet ihr erfahren, welche 12 Bücher es auf meine 12 für 21 Liste gepackt haben. Es kommen ja da auch Neuerscheinungen drauf, die im Jahre 22 erst erscheinen. Ich mache jetzt nicht nur eine reine Subliste. Ich versuche das jetzt wie dieses Jahr auch so ein bisschen gemischt zu machen, so halb-halb ungefähr. Über das ich vermutlich nicht allzu viel sagen muss. George R. R. Martin, Das Lied von Eis und Feuer, Die Herren von Winterfell. Sprich, Band 1 zu der Serie Game of Thrones habe ich damals bei Rebuy gekauft. Sieht man auch an den Lesewillen und es ist rund gelesen. Aber ich muss mich immer dahinter verstecken. Sobald die Kamera mein Gesicht sieht, bin ich scharf gestellt. Es tut mir leid. Ja, der Winter naht. Winter is coming. Ich denke, ich brauche euch dazu nichts erzählen. Es geht um die Familie Stark, die Familie Lannister. Es geht um einen Thron, der besetzt werden soll, besetzt werden muss, besetzt werden will. Ich glaube, wer heutzutage Game of Thrones nicht kennt, der lebt hinterm Mond. Und selbst wenn man es nicht gesehen hat, weiß man ungefähr, um was es geht. Mord und Totschlag. In ganz vielen Seiten. Wie viele Seiten hat der erste Band denn? Ja, um die 600. Ich habe mir den ersten mal gekauft, aber ich glaube, der wird auch wieder ausziehen. Nicht, weil ich es nicht lesen will, sondern weil ich mir gern diese grauen Sondereditionen zulegen möchte und dann in aller Ruhe mal starten möchte mit der Reihe. Außerdem möchte ich ein bisschen Abstand zwischen mich und die Serie bringen, damit ich alles nicht mehr so präsent in meinem Kopf habe. Wobei für mich ja die achte Staffel non-existent ist. Aber wer bin ich schon, um mir da eine Meinung zu bilden, um es nochmal zu erwähnen. Dann kommen wir zu einem Buch von einer lieben Autorin hier auch aus dem Saarland, bei der ich auch im Bloggerteam bin, J.K. Blum. Ich habe mir damals Wächter der Runen 3 gekauft, als es eine Signieraktion gab. Ich glaube, es ist eine Signieraktion gewesen, bevor ich euch jetzt was Falsches erzähle. Ah ja, genau. Erste Seite. Ich habe Band 1 und Band 2 noch nicht gelesen und auch noch nicht zu Hause, aber der kleine Monk in mir, meiner heißt übrigens Elliot, nur für zur Information, also wenn ich bei Instagram mal von Elliot erzähle, das ist mein innerer Monk. Ist aber eine Sie. Ja. Genug. Aber genug von mir. Wächter der Runen 3 habe ich mir, wie gesagt, bei der Signieraktion geholt. Ich habe keine Ahnung, um was es in dem Buch geht. Ich möchte auch ungern jetzt den Klappentext vom dritten Band vorlesen. Aber ich kann so viel sagen, dass ich allein schon das Cover liebe. Ich liebe ihren Schreibstil. Ich habe schon die Drachenhexe 1 und 2 von ihr gelesen. Ich habe Autumn in Leaf von ihr gelesen, was ein absolutes Highlight war. Von daher bin ich auch sehr gespannt auf Wächter der Runen. Es ist halt mega dick, ne? Und jetzt kam gerade noch Talbrem, ich glaube, so spricht man es aus, von ihr auf den Markt. Das steht auch noch auf meiner Wunschliste. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, der auf Fantasy steht. Sie schreibt wirklich wunderschön. Und dazu gab es, glaube ich, auch noch Illustrationen, aber die liegen nicht mehr drin. Ist auf jeden Fall das Finale der Reihe. Ich kann es euch auch gerne mal unten verlinken, wenn ihr zu Band 1 und Band 2 geleitet werden wollt. Dann kommen wir zu einem Buch, das die liebe Nenia mir geschenkt hat. Blue Sky Black, Ohne Dunkelheit keine Sterne von Johanna Danninger. Sie hat nämlich damals die Buchparty für das Buch organisiert, zusammen mit ihrer Partnerseite, der Steffi, und zusammen mit dem Carlsen Verlag natürlich. Und ich habe gesagt, es ist so wunderschön, ich muss es haben. Und hat sie mir es geschenkt. Also ich weiß nicht, ob ihr das richtig seht. Mit Rosé Metallic vorne drauf. Damit hat man mich ja direkt. Und ja, diese Punkte sollen so ein bisschen wahrscheinlich Sterne andeuten. Also Nachthimmel. Und das Buch ist so schlicht aufgemacht.
dass es mir wieder umso mehr gefällt. Bei mir ist ja echt immer weniger mehr. Hier ist übrigens noch ein Lesezeichen drin und ein Stern, der mich durch die Dunkelheit führt. Und oh, es ist auch runtergefallen. Natürlich noch eine Widmung. Ja, hat die liebe Nenia für mich extra bei der Birthday Party machen lassen. Danke. Ja, das ist dieses Bookstore, man verbindet, ne? So, ich lese euch jetzt mal vor, um was es geht. Ich muss hier unten nur runterhalten, damit ich mein Buch nicht verknicke. In Milas Leben ist nichts mehr so, wie es früher war. Durch eine Reihe von Naturkatastrophen ist die Welt zu einem feindlichen Ort geworden und Mila muss in ihrer neuen Heimat Kanada allein für sich sorgen. Wo sie hinschaut, gibt es keine Hoffnung mehr, bis eines Tages ein junger Mann in ihr Leben tritt. Er ist ihr Nordstern in der Dunkelheit. Doch die Finsternis macht auch vor dem Licht der Liebe nicht Halt. Es stellt sich heraus, dass er nicht der ist, der er zu sein vorgibt und dass nur sie beide die Welt untereinander retten können. Vielleicht packe ich es dieses Jahr mal auf die Liste, weil es wirklich so ein Buch ist, wo ich die ganze Zeit sage, oh, das muss ich bald mal lesen. Ich habe es, glaube ich, sogar auf der 21 für 21 Liste. Vielleicht schaffe ich es auch dieses Jahr noch. Ich muss mal gucken, was mein To-Read noch sagt, ob ich noch draufkriege. Also meine 21 für 21 Liste packe ich im Leben nicht. Da sind, ich glaube, jetzt noch 7 Bücher offen und ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr noch schaffe. Dann müsste ich die ganzen Rezi-Exemplare, die ich noch hier habe, in den Januar schieben und ich möchte eigentlich die Verlage nicht so lange warten lassen. Von daher werde ich die vermutlich nicht schaffen. Mea culpa. Aber dazu wird es ein extra Video geben, ob ich es auch schaffe oder nicht. So, machen wir aber weiter mit den nächsten 3 Büchern. Das ist nämlich eine Reihe. So, ich muss gucken, wie es rumkommt. Nein, es fängt hier an. Das erste Gesetz der Magie von Terry Goodkind. Schwert der Wahrheit, also so heißt die Reihe Schwert der Wahrheit, ist ein riesen Klopper Schinken. Und da hat mich die liebe Vanni zu inspiriert, die mal nochmal zu lesen. Die hat sie sich nämlich gekauft und ich dachte so, die Reihe kennst du doch, aber diese Optik kenne ich noch nicht. Ich habe nicht gewusst, dass die Reihe neu aufgelegt wird, also dass die ein neues Cover kriegt. Ich habe nämlich hier drüben noch die alten Cover stehen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher und ich glaube 11 gibt's. Also muss ich mir die anderen 4 noch kaufen, sagt der Monk in mir. Ich habe die Reihe auch nie fertig gelesen, weil die einfach so dick sind. Und nach so einem Schinken liest du nicht gleich den nächsten Schinken. Es ist halt einfach so. Und dazu gibt es auch eine Serie, die auch Schwert der Wahrheit heißt. Und die habe ich abgrundtief geliebt. Also, ja, ich habe sie gesuchtet. Die war vorbei und dann habe ich sie wieder von vorne angefangen. So habe ich die gesuchtet. Und da geht es halt um Richard Cypher, der Sucher ist aber nicht weiß und eines Tages wird ihm halt mitgeteilt, dass er der Sucher ist und dann trifft er auf Kaylin, sie ist eine Konfessorin und ich kann euch mal den Klappentext vorlesen, das ist wirklich eine super, super tolle Geschichte und es gibt noch einen Zauberer, Sadicus Sul Surrender, der war auch mal in Bonn auf der Convention und Richard Cypher, der Hauptcast, war auch auf der Convention. Und wenn ihr in der Serie Richard Cypher sieht mit kurzen Haaren, Sixpack, Holzhacken, schwitzend und du denkst so, Richard. Und dann kam ein sehr, sehr schmächtiger, dünner junger Mann mit so langen Haaren, Deckhaar zurückgebunden zum Zöpfchen. Ich kann euch mal ein Foto einblenden, wenn ich dran denke. Ich habe ein Foto mit ihm gemacht, aber das war die Enttäuschung meines Lebens. Ich hatte Richard Cypher im Kopf und dann kam er, also er war ein hübscher Mann, um Gottes Willen, aber er sah halt einfach aus wie ein kleiner 12-jähriger Bubi. Und ich dachte so, wo ist Richard Cypher hin? Ja, und Craig Parker spielt den Bösewicht in der Serie und der ist ja auch immer auf der Convention und einer meiner Herzmenschen dort auf der Bühne. Ja, ich lese euch auf jeden Fall jetzt mal vor, um was es geht und dann wollt ihr die Reihe bestimmt auch lesen. Als der Waldläufer Richard Cypher eine junge Frau
Vor ihrem unheimlichen Verfolger rettet, ahnt er noch nicht, dass sich sein beschauliches Leben tiefgreifend verändern wird. Die schöne Kaylin stammt aus den Midlands, einem sagenhaften Reich, das durch eine magische Barriere von Westland getrennt ist. Und sie hat den Auftrag, den tyrannischen Zauberer Darken Rawl aufzuhalten, der die Welt mit seiner dunklen Kräften ins Chaos zu stürzen droht. Der epische Kampf zwischen Gut und Böse und mittendrin ein junger Mann mit einer Bestimmung, das Schwert der Wahrheit zu führen. Ich liebe es. Ja, das erste Buch habe ich mir nämlich jetzt auch gekauft. Das zweite habe ich mir auch gekauft. Das heißt dann Die Schwestern des Lichts. Und das dritte ist ein Rezi-Exemplar vom Bloggerportal. Deshalb werde ich jetzt bald die Reihe nochmal beginnen. Beziehungsweise bin ich eigentlich gerade dabei, Band 1 zu lesen. Deshalb passt es eigentlich nicht mehr so richtig auf den Sub. Ja, muss da ein bisschen Gas geben. Dementsprechend ist halt das Problem mit der 21-für-21 Liste, weil ich das halt als Rezi-Exemplar habe und die jetzt nicht noch 2 Monate warten lassen möchte. Ja, dritte Band heißt Die Günstlinge der Unterwelt und ja, dann folgen halt noch 8 Stück. Dann kommen wir zu einem Buch, über das ich schon in einem meiner älteren Videos geredet habe. Ich glaube, das war ein What to Read Next Buch, Video. Ich fällt mir gerade ein, ich habe für den Dezember gar kein What to Read Next gedreht. Vielleicht, weil meine Leseliste schon fix steht. Ungefähr, also grob steht. Ja. Aber für den Januar kriegt ihr wieder eins, keine Sorge. Ja. Wer wissen will, um was es geht, der switcht bitte mal jetzt hierhin. Und da habe ich euch auch erzählt, wie ich zu dem Buch gekommen bin und um was es geht. Ich möchte das Video einfach so kurz wie möglich halten, damit ihr nicht so lang zugucken müsst. Das letzte war schon über eine halbe Stunde. Es tut mir echt leid. Gebt Gas. Ja, das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist Die Last der Krone von Christine Thomas. Ich glaube, das ist sogar ein Self-Publisher-Buch, wenn ich es richtig weiß. Aber wie ihr am Cover erkennen könnt, habe ich es wegen des Covers gekauft. Sorry, ich bin ein Fuchsfetischist. Es ist so. Ist irgendwo ein Fuchs drauf, kaufe ich's. Ja. Um was ist aber... Genau, deshalb habe ich es auch gekauft. Seht ihr, wie schön die Seiten illustriert sind? Das kannst du halt einfach bei einem Self-Publisher-Buch machen, ohne dass sich irgendjemand dran stört. Du kannst tun lassen, was du willst. Ah, das hat's mir noch signiert. Das wird auch niemals ausziehen. Auch wenn ich es noch nicht gelesen habe, ich liebe es jetzt schon. Nee, sie ist auch eine ganz, ganz liebe Person und wir haben noch kurz gequatscht und sie ist so richtig herzlich. Hat mir gefallen. Ich lese euch jetzt mal vor, um was es geht. Die 17-jährige Etienne ist Thronerbe von Fuchsfels, dem größten Königreich des Nordens. Seit er denken kann, wird er auf Wortgefechte und Feldzüge vorbereitet, aber nicht auf die Schlacht, die er mit sich selbst führt. Der junge Prinz hegt Gefühle für den Bediensteten Noel, die seiner königlichen Pflicht, einen Erben zu zeugen, im Weg stehen. Deshalb fordert sein Vater, dass Etienne der Liebe entsagt. Aber wie verschließt man sein Herz, wenn man es längst verschenkt hat? Bin sehr gespannt. Das Buch liegt auch schon eine Weile hier bei mir. Ich muss mal gucken, wann es rausgekommen ist. Typ. Das steht hier gar nicht. Ich bin verwirrt. Ah doch, hier. 2020. Also ich habe es letztes Jahr gekauft und seitdem liegt es auch hier. Von daher wird es mal Zeit, es von meinem Sub zu befreien. Dann kommen wir zu einem Buch, das mir die liebe Jana geschickt hat. Die Enklave. Sie ist total am Schwärmen von diesem Buch und sie hat es sich aussehen 2-mal gekauft. Es ist ein Mängelexemplar. Sie sagte, ja, tut mir leid, es ist ein bisschen vermarkt, aber ich schicke dir das jetzt. Ich habe es außersehen irgendwie nochmal bestellt bei einem Rebuy oder bei einem Avell-Kauf. Und da sie es so geliebt hat, dachte sie, wir können es ja zusammen lesen. Jetzt aktuell zieht sie sich ein bisschen von Instagram und Bookstagram zurück, aus privaten Gründen. Aber ich denke, dass wir trotzdem irgendwann die Gelegenheit finden werden, es zu lesen. Ich sage euch mal, um was es geht. Es ist, glaube ich, auch der Auftakt von einer Reihe. Die Oberfläche der Erde ist durch Säureregen und glühende Hitze unbewohnbar geworden. In den U-Bahn-Tunneln einer zerstörten Großstadt leben die junge Jägerin 2 und ihr Partner Bleich, die sich Tag für Tag bemühen, genug Nahrung für ihren Stamm zu erlegen. Da wird 2 an die Oberfläche verbannt.
ein sicheres Todesurteil. Darum kann sie kaum glauben, dass Bleich beschließt, sie zu begleiten. Doch der würde alles tun, um zwei nicht zu verlieren. Irgendwie erinnert es mich so ein bisschen an Tribute von Pane. Und da ich die geliebt habe, kann ich mir gut vorstellen, dass ich dieses Buch auch lieben werde. Ich werde berichten. Dann kommen wir zu einer Reihe, wo wir jetzt wahrscheinlich viele sagen würden, oh mein Gott, warum hast du die noch nicht gelesen? Ja, so viele Bücher, so wenig Zeit. Sorry. Ja, ich denke, über Throne of Glass muss ich gar nicht so viel sagen. Es geht um Selena, genau. Und die ist eine Assassine. Und die Reihe beschreibt ihre Geschichte. Ich weiß nicht so viel über die Geschichte. Ich weiß nur, dass die Reihe 83 Bände hat und jeder total fasziniert davon ist und sogar gesagt wird, dass die Reihe besser ist als Reich der Sieben Höfe, was ich persönlich schon mega genial finde. Ich habe es mir jetzt fürs neue Jahr vorgenommen. Ich denke, die liebe Nella von Märchenhaftes wird hier mit mir zusammenlesen, weil sie die Reihe noch nicht kennt. Müssen wir mal gucken, ob wir noch ein, zwei Mädels zusammenkriegen, weil das, glaube ich, eine Reihe ist, die man zusammenlesen sollte, um dann zusammen drüber zu schwärmen. Ich musste jetzt noch kurz meinen Akku tauschen, der war leer. Aber wir machen sofort weiter mit der nächsten Reihe. Das wäre Mondsilbertraum bzw. Mondsilberlicht von Mara Wolf. Ich muss gucken, dass es nicht spiegelt. Ja, die habe ich mir letztens irgendwann bei Rebuy gekauft. Ich glaube, das ist der erste Band und der dritte, wenn es mich nicht täuscht. Und habe dann im Nachhinein erfahren, dass die neu aufgelegt werden in einem neuen Design. Und dachte mir dann so, toll. Jetzt hast du zwei Bücher im alten Design und ich glaube vier Bücher sind's. Jetzt stecke ich in der Zwickmühle. Kaufe ich mir die anderen zwei Bücher auch noch in dem alten Design bei Rebuy, gehe aber die Gefahr ein, dass die nicht wie die hier, wie ungelesen aussehen, sondern vermackt sind oder Leserillen haben. Oder verkaufe ich diese beiden wieder und kaufe mir die komplette Neuauflage. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Ja, auf jeden Fall ist es, wer Mara Wolf kennt, eins ihrer ersten Self-Publisher Bücher. Und sie ist ja wirklich für mich, für meines Erachtens, die Self-Publisherin schlechthin. Ich habe sie vor Bookstagram zwar nicht gekannt, aber Tatjana schwärmt immer so von ihr und sie ist ja, ich glaube, der größte Mara Wolf-Fan, den es überhaupt nur gibt. Und sie legt mir immer die Reihe ans Herz. Sie hat mir letztes Jahr zu Weihnachten auch dieses 1000-mal schon geschenkt, dass ich auf jeden Fall 2022 lesen werde. Ich bin schon ganz verwirrt. Ja, auf jeden Fall lese ich euch jetzt mal vor, um was es in Mondsilberlicht geht. Schon als ich dich das erste Mal sah, hatte ich das Gefühl, dass du gar nicht gut für mich bist. Keiner ihrer Albträume hätte Emma auf die drastische Veränderung in ihrem Leben vorbereiten können. Aber nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter ist sie gezwungen, die verschlafene Hauptstadt der Isle of Skye nach Portree zu ihrem Onkel und dessen Familie zu ziehen. Das Letzte, mit dem sie rechnet, ist, dass sie hier ihre große Liebe finden wird. Vom ersten Augenblick an verfällt sie Callums geheimnisvoller Ausstrahlung. Er zieht sie unwiderstehlich in seinen Bann, woran auch sein allzu offensichtliches Desinteresse nur wenig ändert. Sein widersprüchliches Verhalten macht ihn für sie nur interessanter, aber diese Fassade beginnt zu bröckeln und irgendwann gibt auch er den Widerstand gegen seine eigenen Gefühle auf. Als er ihr eines Tages seine wahre Identität verrät, flieht sie vor ihm. Doch es ist zu spät. Längst ist sie ihm bedingungslos verfallen. Tum, 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 tum. Und wieder ein Protagonist mit C. Mir wurde gesagt, dass Mara Wolf immer einen Protagonisten mit C dabei hat. Aber bei den Atlantis-Chroniken, die ich gerade mit ein paar Mädels lese, habe ich bis jetzt noch keinen Charakter mit C gefunden. Glaube ich. Könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, Palace of Glass, Die Wächterin, habe ich mir damals zum Release gekauft. Es kam raus 2018, ja, und seitdem liegt es hier im Schrank. Ich weiß aber, dass die anderen zwei Bände, die mittlerweile rausgekommen sind, wenn man die Cover nebeneinander legt, dieses Band sich komplett durchzieht und das fand ich super schön.
Ich weiß nicht, ob es das war, warum ich es gekauft habe. Ich weiß aber, dass es um ein Mädchen geht, die heimlich in den Ring steigt, um zu boxen, in einer Welt, in der es verboten ist, Hautkontakt zu anderen Menschen zu haben. Ja, und sie macht das halt illegal und ich muss gerade gucken, Rhea heißt sie, genau. Und dann wird sie an den Hof des Königs gebracht, der im gläsernen Buckingham Palace wohnt. Genau, der Geheimdienst spürt sie irgendwie auf und bringt sie dorthin. Und sie soll dann quasi als Leibwächterin des Thronfolgers agieren. That's the story. Ja, hab's bisher noch nicht gelesen. Nicht, dass es mich nicht interessiert, sonst hätte ich es mir nicht gekauft, aber irgendwie kam ich noch nicht dazu. Dann kommen wir jetzt noch zu einer Reihe, wo ich eigentlich den ersten Band schon gelesen habe, aber ich trotzdem jetzt noch mal zu meinem Sub zähle, weil es echt schon ewig her ist und ich die Reihe eigentlich noch mal einmal komplett lesen möchte. Weiter als den ersten Band habe ich es nämlich noch nicht geschafft. Ich spreche von Outlander und meine Freundin Lou wird mich jetzt wahrscheinlich steinigen, wenn sie das sieht. Aber ja, weiter als Band 1 habe ich noch nicht geschafft, weil ich dann lieber die Serie geguckt habe, weil mir die Bücher damals zu dick waren. Aber mittlerweile schreckt mich das ja nicht mehr ab. Ja, über Outlander muss ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel sagen, außer dass es um die schottische Geschichte geht. Es geht um Jamie Fraser, es geht um Claire, es geht um eine Liebe zwischen den Zeiten. Ja, es ist einfach wunderschön. Da ich mich für Schottland und seine Geschichte ja auch privat interessiere, hat mich die Serie halt komplett geflasht. Und jetzt ist ja letztens eine neue Staffel online gegangen und ich bin gerade dabei, auch wenn ich es zeitlich halt nicht immer so hinkriege, sie nochmal komplett von vorne zu gucken. Und das ist auch so eine Serie, die guckst du zum Ende und dann fängst du wieder von vorne an. Du willst eigentlich aus dieser Welt und dieser Geschichte gar nicht raus. Und das Schöne ist, Diana war irgendwann mal in Bonn auf einer Convention, als halt auch die Charaktere. Jamie war in Bonn. Wer war noch da? Mir fällt gerade nicht mehr ein, wie er in der Serie heißt. Dougal. Dougal? Heißt er Dougal? Dougal war da. Es war einfach super schön. Ich, Idiot, habe kein Bild mit Jamie gemacht, weil ich damals die Serie noch nicht geguckt habe. Aber habe mir halt gesagt, ich will das Buch dazu lesen, bevor ich die Serie gucke. Und habe es mir dann halt. Nein, falsche Seite. Schönes Beispiel, Frau Hauer. So, ich habe es eingeklemmt gehabt. So, habe mir das Ganze nämlich von der Autorin signieren lassen und von der, ich glaube, Übersetzerin vom Buch. Die war auch da und die hat es mit unterschrieben. Ja, und ich habe hier halt noch den hier, die geliehene Zeit. Ich glaube, das ist der zweite. Nagel mich nicht fest. Ich glaube, es ist der zweite. Auf jeden Fall zwei Bände hätte ich schon mal hier für nächstes Jahr. Und dann kommen wir final zu einem Buch, das ich auch noch nicht gelesen habe. Krisha. Das ist ja jetzt auch verfilmt worden in Serienform. Und das ist der Auftakt zur Krisha-Reihe. Mir wurde jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass die Folgereihe deutlich besser ist als die Krisha-Reihe. Aber das schreckt mich nicht ab. Ich möchte dieses ganze Krisha-Verse von Anfang bis Ende erleben. Und deshalb werde ich dieses Buch definitiv im Januar lesen. Und ja, ich kenne noch ein, zwei Mädels, die es auch noch nicht gelesen haben. Und vielleicht kann ich sie überzeugen, das zusammenzulesen. Yay! Ich finde so große, coole, bekannte Reihen, epische Reihen, die muss man einfach mit mehreren Leuten lesen, damit man sich mit jemandem ganz aktuell austauschen kann. Ich denke, ich muss euch jetzt auch nicht so viel darüber erzählen. Die meisten Leute haben die Serie gesehen, ich halt noch nicht. Ja. Aber es ist laut dem Cover das beste magische Universum seit Harry Potter. Sei mal dahingestellt. Ja. Ihr Lieben, das waren alle meine Bücher auf meinem Sub im Format Taschenbuch, die einen Fantasy-Hintergrund haben. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr viel erzählen. Ich hab wieder lang genug gebabbelt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, genießt die Vorweihnachtszeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, auch ohne den hier. Bis dahin sage ich Tschüss.